Hallo und herzlich willkommen zu auf dem Naturheilzentrum Bottrop Gesundheits- und Lifestyle-Kanal. Mit Farid Tietum und Christian Rüger. Heute aus dem Rehpark Thunderort mit dem Thema Heile mit Salz, die weiße Krankenschwester oder Solotherapie, das Gesundheitselixier. Wusstet ihr, dass Sola ein anerkanntes Arzneimittel und ein echtes Allround-Talent ist? Die Wirkung von Sole und Salz wird gerade wieder entdeckt. Sole ist übrigens salziges Wasser natürlichen Ursprungs und hat zum Beispiel gesundheitsfördernde Eigenschaften auf die Hautgesundheit, bei Knochen- und Gelenksproblemen, bei Atemwegsbeschwerden. Außerdem stärkt Sole das Kreislauf- und Immunsystem. Wegen dieser Heilwirkung heißt die Sole auch weiße Krankenschwester. Sole lässt sich inhalieren, trinken, als Wickel anwenden und im Bad genießen. Und hierbei bleiben wir jetzt. Das solltet ihr beim Solebaden wissen. Die maximale Badezeit beträgt 20 bis 30 Minuten und die ideale Temperatur ist ab 37 Grad Celsius. Während des Badens schöne langsame Bewegung. Anschließend richtig intensiv nachbühlen. Verblüffend, was salziges Wasser so alles kann. Deshalb unser Tipp für euch, einfach mal probieren, wohlfühlen und genießen. Und das war's jetzt was für heute. Aber bevor wir uns verabschieden, möchten wir uns recht herzlich bei euch bedanken. Fürs Anschauen, Kommentieren und fürs Liken. Wir sehen uns wieder in einem Monat, dann wieder mit einem richtig spannenden Thema. Bis dann, wir freuen uns auf euch. Tschüss!